Schwamm darüber. Wie wir wissen, ist Körperhygiene sehr wichtig. In der mittelalterlichen Zeit war das nicht so. Man wusch sich oft wochenlang nicht. Wenn jemand besonders stank, forderte man ihn auf, sich zu waschen. Man sagte, Schwamm drüber. Oder kommt auch dieses Sprichwort aus der Schule? Dieses Sprichwort, diese Redewendung, kommt aus dem Bereich der Schule. Auch in der Schule hat man einen Schwamm gebraucht. Und zwar einen großen Schwamm für die große Tafel und einen kleinen Schwamm für die kleine Tafel, die die Schüler gehabt haben. Und die Schüler haben auf diesen Schiefertafeln geschrieben. Wenn die Kinder ihre Tafel vollgeschrieben haben mit Buchstaben, mit Wörtern, mit Ziffern oder sie haben etwas von der Tafel abgeschrieben und wenn der Lehrer die Tafel kontrolliert hat, wenn er das Geschriebene gelesen hat und er hat gefunden, alles war in Ordnung, alles ist sauber und schön geschrieben, dann hat er gesagt, und jetzt Schwamm darüber. Dann durfte das Kind die Tafel löschen. Und wenn die Kinder nach Hause gegangen sind, dann haben sie die Schiefertafel in die Schultasche hineingegeben und der Schwamm und das Tuch haben herausgeschaut, damit sie wieder trocknen konnten. Was versteht man heute unter dieser Redewendung Schwamm darüber? Reden wir über etwas anderes? Lassen wir das Thema? Vergessen wir das Thema? Aber auch vielleicht sind wir wieder gut? Vertragen wir uns wieder, wenn wir einen kleinen Streit gehabt haben? Schwamm darüber. Lust auf mehr? Hier sind weitere Redewendungen.